Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, wir befinden uns heute wieder auf die Stubenhocker. Der Server, ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe ein wenig Panik. Es sind über 42 Spieler auf dem Server. Was nicht gerade wenig ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich von daher jetzt doch schon ein wenig Bammel habe. Aber gut. Ja, wir geben uns jetzt erstmal in Richtung Safe Zone. Bei 42 Spielern, die online sind, gerade an einem Samstag um 15 Uhr oder so, ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Aber so habe ich jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht in der Safe Zone dann die Leute mal ein bisschen zu sehen, zu hören, zu quatschen oder einfach mal zu schauen, was hier so gerade geht. So, ich wollte jetzt gerade aber auch mal gucken, was war denn das? Hunger habe ich keinen, Durst auch. Bin ein wenig überhitzt, so wie es aussieht. Blöd. Fallen lassen, Inventar öffnen. Das Ding noch mit rein. Der Ballermann passt. Das passt. Schere, ich glaube, Schere brauche ich demnächst nicht mehr, weil... So, sehr schön. Weil wir ja demnächst auch irgendwie... nicht wirklich mehr irgendwie die Verbände brauchen oder die Streifen, weil die nicht mehr wirklich helfen. So. Ja, dann schauen wir jetzt mal, dass wir bei 43 Leuten, ja gut, mit mir sind es jetzt dann 44 Leuten, und da war ein Ruckler. Es irgendwie lebend erstmal in die Safe Zone schaffen, aber jetzt ist der Server schon wieder geruckelt. Na, dann schauen wir mal, ob das jetzt so weitergeht. Ich hoffe eigentlich nicht. Bin schon wieder ein bisschen zurückgesetzt. Das ist hier wieder... Erfahren habe ich jetzt mal auf Anfänger hier geskillt gehabt. Aber dafür habe ich halt Schleichen nur auf Anfänger. Oder besser gesagt auf Könner, aber naja. Aber erstmal besser wie gar nichts. Den Rest brauchen wir ja eh nicht. So, auf jeden Fall ist wieder bei 100%. Die jetzt eigentlich, ja. Eher wieder in östliche Richtung. Gehe mich zumindest mal da Richtung Brücke und muss dann gucken, dass ich irgendwie in die Safe Zone reinkomme. Problem ist erstmal irgendwie diese Brücke dann zu überqueren. Und zum anderen natürlich auch die Ohren aufzuhalten. Nach Geräuschen, die vielleicht nicht gerade
Normal sind hier. Also was weiß ich, andere Spieler, Tiere, Schüsse, Zombies. Also ich muss schon sagen, ich merke schon, dass es hier relativ, was heißt relativ, es macht hier verdammt Spaß jetzt gerade zu spielen. Weil auch schon alleine mit der Anzahl der Spieler kann es natürlich sein, dass eigentlich mehr Leute auf der, also es sind auf jeden Fall mehr Leute auf der Karte, aber vielleicht sich auch gerade hier in der Gegend rumtreiben, wo ich bin. Das macht schon wieder irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel aus. Ich möchte jetzt auch nicht hier über die freie Plane laufen. Da drüben ist ein Gebäude, wenn da jetzt jemand ist oder so. Was mich gerade ein bisschen annervt, sind die Ruckler. Also, dass es immer mal wieder ein Stück zurückruckelt. Und das liegt definitiv am Server und nicht an meinem Game, weil bei mir oder an meinem Rechner, weil bei mir läuft soweit alles in Ordnung. Ja, wo ich gleich auch so ein bisschen Panik vorhab. Ist, wenn man die Brücke überquert, weil so kommen wir definitiv nicht über den Fluss, der ist einfach zu breit. Ich habe schon ein paar Mal das Glück gehabt, super, 6. Oh, okay. Der Zombie ist lustig. Der hüpft einmal, ist tot. Ich habe noch nicht mal was dazu beigetragen. Sehr schön. So. Sollte ich das Ding aber mal. Schere, ja, super. Die Schere habe ich natürlich nicht mehr, deshalb. Also was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, dass ich das schon ein paar Mal hatte. Ich hier die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen bin und nichts hatte. Also weder Berührung, Feindberührung noch irgendwas. Hab dann versucht auch abgelegen über eine Brücke zu kommen. Und in dem Moment kam dann ein Auto und ich war tot. Die Brücke rüber. Ja doch, ich muss auf jeden Fall hier über die Brücke, weil da hinten ist auch eine Brücke, wo ich rüber muss. Und das Problem ist, da das halt hier verdammt nah an der Safe Zone ist, kann es natürlich sein, dass hier irgendwo jemand ist. Ich versuch's jetzt einfach. Schon wieder zurückgerutscht. Zombie. Super, der hat mir jetzt noch gefehlt. Und schon wieder zurückgerutscht. Ach Mann, das ist echt nervig. Wenn man halt zurückrutscht, manchmal ist das nervig, weil, naja. So habe ich es auch schon mal geschafft, in der Brücke, ach nicht in der Brücke, bei in der Brücke im Wasser zu landen, wo ich eigentlich drüber wollte. Aha.
Bitte Richtung Osten. Ich bin sehr hungrig. Ja, dann hast du leider sehr Pech gehabt, weil es gibt nichts zu essen im Moment. Also ich möchte ein bisschen hungern lassen, um so ein bisschen hier die Fettreserve und das ganze Fett, die 20 Kilo runterzukriegen. Aber immer wieder diese kleine Ruckler und das Zurücksetzen. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, also gewöhnungsbedürftig vielleicht. Vielleicht liegt es auch wirklich nur an den vielen Spielern gerade hier auf dem Server, was ich aber eigentlich nicht denke. Weil eigentlich ist Scum ja für 64 Spieler ausgelastet. Ausgelegt. Wenn nicht sogar auch ein paar mehr. Keine Ahnung, was es heute ist. Aber ansonsten, wie gesagt, der Server. Ja, ist gut besucht. Und ja, viel mehr weiß ich halt noch nicht. Weil ich halt noch nicht so viel mehr gemacht habe. Also ich meine, Mechs gibt es hier auf jeden Fall. Was mich ja schon freut. Den Rest muss ich jetzt einfach mal gucken. Muss natürlich auch gucken, dass ich irgendwie ein bisschen. Das ist schon wieder ein Zombie. Noch ein paar Schlösser finde, damit ich ein goldenes Schloss bauen kann und mir vielleicht irgendeine Hütte in der Safe Zone claimen kann. Um dann erstmal zu gucken. Ja, obwohl Hütten gibt es hier gar nicht, sehe ich gerade so großartig. Die haben die Safe Zone schon so gut ausgewählt, dass man hier eigentlich irgendwas bauen muss oder so, weil alles andere funktioniert hier nicht. Da ist vielleicht ein bisschen was oder so, aber das war es dann auch schon. Obwohl ich weiß nicht, ob hier noch eine Ortschaft war. Weiß ich ehrlich nicht, muss ich gleich mal gucken. Das heißt, wenn ich da bin, Richtung Nordosten laufen, falls ich irgendwann die Safe Zone erreicht habe. Problem ist halt, durchs Laufen bin ich halt auch relativ laut. Mit Glück komme ich vielleicht gleich. Also laut der Anzeige bin ich angeblich schon. Ich habe keine Ahnung. Ne, jetzt bin ich in der PvE-Zone. Sehr schön. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass mich jetzt hier keiner wegschießen kann. Außer vielleicht ein paar blöde Zombies. Und wir laufen jetzt gleich mal Richtung Nordosten hoch. Vielleicht kann ich wirklich irgendwo fallen lassen. Inventar öffnen. 2, 4, 6, 8, 9. Ich bräuchte eigentlich noch 6 Schlösser. Für ein goldenes Schloss. Wow, das ist das, was ich meine mit dem Zurücksetzen. Der Zombie läuft erstmal so Kilometer an mir vorbei.
um dann direkt vor mir zu stehen und zuzuschlagen. Also das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Also nicht nur an dem Server hier, sondern allgemein an den Servern, wo das stattfindet. Ich weiß auch nicht, ob es gerade ein spielinternes Problem ist oder was da das Problem daran gerade ist. Irgendwo hier kreucht noch ein Zombie rum. Erstmal hier. Ja, jetzt mal kurz hier bei den Events. Okay, ich bin momentan bei 249. Ja. Irgendwie aber auch keine bekannten Namen, also die ich kennen würde, das meine ich jetzt. Also wirklich keine Spieler von irgendwelchen anderen Servern, die ich kenne oder so, die hier auf dem Server sind. Irgendwie ist Safe Zone hier auch, ja doch, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie clever gewählt worden. Zwar in der Nähe von der großen Stadt, aber irgendwie so in dem Bereich, ja, wo nicht wirklich viel City ist oder so. Also auf den meisten Servern hat man ja eigentlich irgendeine City mit in die Safe Zone genommen oder sonst was. Hier eigentlich gar nicht, obwohl da hinten ist eine kleine Ortschaft oder so. Und hier sind eins, zwei, okay, man kommt schon mal direkt rein. Es sind ganz viele Gebäude in der Safe Zone. Wahnsinn. Also hier sind schon mal zwei Basen, keine Ahnung, da hinten ist noch irgendwo eine. Drei, da vorne habe ich noch irgendwo eine gesehen, war vier. Also es ist schon, ja, einiges hier an Basen, die hier vorhanden sind. Ja, gut, prüfen, ausgießen. Hallo, ich hätte das gern getrunken. Das ist sehr clever, ja. Weiß nicht, warum ich den Inhalt hier nicht trinken kann. Kann das nur untersuchen, in die Hände nehmen, fallen lassen. Untersuchen, untersuchen ist. Nee, ach, keine Ahnung. Ah, immer dieses Zurücksetzen. Ah, okay, noch ein Zombie, dann gehen wir einfach mal hier rüber. Also gut, hier sind zwar vereinzelt Gebäude. Scheiße. Ja, hier ist einiges los. Ich weiß nicht, was das für eine Riesenbase ist hier. Irgendwie weiß ich gerade auch irgendwie gar nicht, was hier abgeht. Das ist ein Wahnsinn. Da brennt ein Riesenfeuer, keine Ahnung. Hier ist eine kleine Hütte. Genauso Wahnsinn.
Also hier scheint sich alles abzuspielen irgendwie. Da hinten ist noch eine größere Base, so wie es aussieht. Also ich bin doch ein wenig begeistert. Also hier scheint wirklich vieles los zu sein. Ich glaube auch nicht, dass ich hier noch in irgendeinem Gebäude irgendwas Offenes finde. Dies ist gerade mal echt Wahnsinn, wenn ich das so sagen darf. Was hier so gebaut ist, ja. Wieder. Okay, das Gebäude ist mit eingebaut. Da hinten weiß ich gar nicht, ehrlich bin, da was eingebaut war oder nicht. Aber ich möchte da jetzt eigentlich auch nicht gucken gehen. Das wäre wieder ewiges Hin- und Herlaufen. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Also für jemand, der Action haben möchte, gerne hier auf den Server. Also hier scheint einiges los zu sein. Klar, das hier ist nur die PvE-Zone. Aber ich denke, wenn wir hier haben einige nur die Base hingebaut. Und trotzdem werden sie halt viel unterwegs sein. Und ich sage, ich glaube auch nicht wirklich, dass ich da hinten irgendwo, wenn da ein bisschen was Ortschaft ist, müsste sogar, glaube ich, die eine Ortschaft sein. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas Freies finde. Ganz im Gegenteil. Vor allen Dingen irgendwas, wo ich nur ein Schloss für bräuchte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bei Gelegenheit erstmal nur ein Schloss aus Silber herstellen. Ne, schaffe ich auch nicht. Geht ja gar nicht. Für Silber brauche ich ja 10 Schlösser. Ich habe nur 9. Das ist alles ein Mist gerade. Und ich finde hier auch nicht wirklich irgendwas, war vermutlich um. Sehr schön. Kriege ich aber auch nicht mehr. Kriege ich es da rein? Nein, auch. Ah, das ist wieder. Kriege das vielleicht hier unten rein, wenn ich Glück habe. Ja. Das hier rüber. Schmeiß einfach mal das raus. Hier runter. Dahin kriege ich sogar das noch mit. Gut, aber es scheint noch offene Plätze zu geben. Nur das Problem ist, das Ding hier hat schon 3 Schlösser oder so, die man bräuchte. Also definitiv nichts für mich. Weil ich habe gar nicht so viel goldene Schlösser oder überhaupt Schlösser, um irgendwas zu safen.
Ja, hier oben ist schon wieder ein Zombie. So. In die Hände nehmen. Sehr schön. Können wir gern zweimal durchsuchen. Aber nichts Brauchbares. So. Da ist auch drin. Band höchstens. Können wir essen. Kürbiskerne. Die werden mich jetzt nicht wirklich satt machen, aber besser als nicht erstmal. Ich habe zwar auch Lebensmittel bei, aber wie gesagt, ich möchte ja eigentlich gar nicht so viel futtern. Gamba. Bräuchte eigentlich ein einziges Haus oder ein Haus oder irgendein kleines Gebäude, wo ich nur ein Schloss für bräuchte. Aber dafür muss ich noch ein Schloss finden. Was vermutlich heute auch nicht so wirklich funktioniert. Schauen, da stehen zumindest ja, erstmal wieder hinlegen, Ausdauer regenerieren, einfach viel zu voll gepackt. Und ich glaube, bei nächster Gelegenheit offline werde ich vielleicht mal ein wenig mir eine Kiste bauen, weil so wie das hier aussieht, glaube ich nicht, dass ich irgendwas kriege. Keine Ahnung, was die da zurechtgebaut haben. Da stehen auch einfach ganz viele Fahrzeuge in der Gegend rum. Also ich würde mal behaupten, die haben mehr als genug Fahrzeuge. Da steht ein Zombie. Oh, ey, dieses Zurückrutschen, ne? Das ist zum Kotzen. Und schon wieder. Ich laufe jetzt das dritte Mal an dem Zombie vorbei. So. Erstmal hier rein. Dietrich, ja, der passt wieder nicht mehr in meine Klamotten. Es sei denn, dass das Ding aus. So. Das ist nicht wirklich viel. Holen. Finde es gerade ein bisschen schade. Wo ist der Sack hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da hinten noch ein Flugzeug. So. Mach dann mal zu. Ja, auch. Uah. Die wäre jetzt bald drin gewesen, die Tusse. Das ist ja ernsthaft, nicht lustig. Mann, Mann, Mann. Da wären Garage, da wären Schuppen. Wenn der die das auch mal herkommen würde, ne? Wäre es ja auch schon lustiger. Ah, sehr schön.
Die nervt jetzt erstmal nicht mehr. Nein! Was ist das für ein Blödsinn denn jetzt? Toll. Verbindung verloren. Läuft hervorragend. Und jetzt gleich ist am besten mein Rucksack weg. Oh, ich glaube, dann kriege ich die Krise. Denn das war der blöde Rucksack, wo meine ganzen Schlösser drin waren. Ich war gerade echt am Überlegen, ob ich überhaupt schieße oder die Folge beende. Ja, Verbindungszeit abgelaufen, hervorragend. Och Mann, nein. Also das finde ich jetzt nicht lustig. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht lustig. Kann nur hoffen, dass es sich um einen Restart handelt. Und ich jetzt doch relativ schnell reinkomme. Was aber anscheinend schon wieder nicht der Fall ist, weil irgendwie dauert es mir schon wieder zu lang beim Einloggen. Aber in der Zeit könnte ich ja eigentlich mal schauen. Guck jetzt mal über Handy im Discord. Da bin ich richtig. Genau, Regeln. Der Regeln von der Regeln. PvE-Zone After Raid-Paket. Da Server. Ne, das sind die Raid-Seiten. Oh, okay, es geht weiter. Ich hoffe. Oh, was auch immer das jetzt wieder für ein Blödsinn ist, ey, ernsthaft. Hallo, komm, lock doch schon ein hier. Minen und Fallen. Bauregeln. Allgemeine Regeln. Da habe ich ja Glück gehabt, dass mein Rucksack definitiv noch da ist. Aber es scheint sich auch so, wie es aussieht, um Restart gehandelt zu haben. Jetzt einiges an Loot wieder da. Mach doch die blöde Klappe jetzt so. Das ist super schön, dass es einen 16 Uhr Restart gibt. Aber eigentlich wollte ich ja beenden. Hier gerade nicht so aus. Doch nicht. Ja, Moment, ja, das brauche ich jetzt aber nicht. Das gibt auch nicht. Das. Ein Schloss wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann könnte ich wenigstens mal ein silbernes herstellen, um mir vielleicht zu cremen. Gut, hier ist gar nichts. Was ich ziemlich schade finde.
Ein paar Scum-Dollar. Magazin wäre auch mal was Feines. Ja, Wölfe, hervorragend. Noch ein paar Scum-Dollar. Jeanshose, aber eine blaue, ne, die... Wölfe relativ nah. Blödes Vieh, ey. Fall doch jetzt einfach mal um. So, in die Hände nehmen. Und nicht jetzt einfach prüfen, füllen, ne? Keine Ahnung. Irgendwie ziemlich merkwürdig gerade. Verhungere, ja. Drin. Hier ist noch ein Schloss drin, hervorragend. Dafür müsste ich das Ding mal rausschmeißen. So. So, damit werde ich dann jetzt aber auch erstmal die Folge hier beenden. Ich sehe nämlich gerade, wir sind auch schon bei 37 Minuten. Auf jeden Fall hätten wir jetzt erstmal 10 Schlösser für, ja, zumindest mal ein silbernes Schloss. Und bei A4, okay. Und ja, werde jetzt erstmal gucken, ob man sich hier das den Bürocontainer claimen kann, weil dann werde ich das jetzt wahrscheinlich machen. Und ja, werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und campen jetzt alle dort. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Wobei ich ja mittlerweile sagen muss, ich sehe mittlerweile, dass über 60%, die meine Videos schauen, immer noch kein Abo da gelassen haben. Überlegt es euch, würde mich freuen. Tut euch nicht weh, kostet nichts. Und ja, ihr geht damit auch keine Verpflichtungen ein. Und ja, ich würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich ciao, der Falli.